Hallo, ihr 30 Freunde. Wir haben heute ein etwas unerfreuliches Thema in dem Video. Also wechselt immer schön eure Kraftstoffschläuche und verwendet auch gute Qualität dort. Am besten vielleicht sogar die vom BMW, die originalen Schläuche. Weil so ein E30, der kann auch mal Feuer fangen, wenn da Benzin austritt im Motorraum. Der Florian hat mir ein paar Videos geschickt, wo er sich so ein Brandopfer aus der Nähe etwas ansieht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hier mal ein etwas anderer, ein ungewöhnlicher Schlachter. Hier ist es ziemlich heiß geworden. Ein 320 Cabrio vor Facelift in einem gar nicht so schlechten Zustand eigentlich, außer dass es ein bisschen heiß geworden ist. Ein schönes Cirrusblau, wirklich schade drum eigentlich, aber eindrucksvoll, was Feuer hier so anrichten kann, wenn es dann ein bisschen Zeit hat. Sowas als M20 sieht man jetzt nicht auch alle Tage. Hier ist die Ansaugbrücke komplett geschmolzen. Man kann hier in die Motor reingucken. Hier Bremskraftverstärker, hier war mein Servobehälter. Der Scheinwerfer vorne ist hier das Glas geschmolzen. ABS hat man scheinbar keines. Ein Sicherungskasten in seinen Grundfragmenten. Aber hier die Zündspule, die war stabil. Sonst ist hier eigentlich alles weg. Hier sieht man mal, wie so ein Armaturenbrett ausschaut, ohne den ganzen Stoffkram drüber. Oder auch so ein M-Technik 1 Lenkrad. In seinen Grundzügen. Ist schon eindrucksvoll hier, ja. Aber Sportsitze. Ich wusste gar nicht, dass sie irgendwann eine Blechschaufel als Kopfstütze drin hat, aber ganz neue Einblicke. Die Türen hinten, hier geht's dann wieder. Der Popo ist relativ unversehrt. Ich werde mal schauen, ob das Verdeck noch rausgeht, aber wahrscheinlich ist dem auch warm geworden. Hier die Türen gehen noch auf. Kleiner Fenster, ein Spiegelschalter. Die Servopumpe hat sich selbst ausgebaut, die lag dann hier auf dem Boden rum. Schon krass. Noch ein Windschott. Nebelscheinwerfer hat das Fahrzeug scheinbar keine, hier liegt noch so ein Deckel. Außenspiegel in seinen Kleinteilen. Der Felgendeckel ist wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen hier. Aber die Stoßstange ist sicher in irgendeiner Form vielleicht noch zu gebrauchen, weil der hat eine schöne Farbe bekommen hier. Hier geht's weiter. Tja, hier schaut der Stellmotor vom Spiegel raus, hat sich ins Freie geschmolzen. Die Batterie schaut nicht mehr so gut aus hier. Nochmal geschmolzene Scheinwerfer. Verrückt. Hier kann man nochmal in den Motor gucken. Der ganze Ventildeckel ist einfach in sich eingeschmolzen. Ja, da hätte man vielleicht mal die Kraftstoffschläuche früher tauschen sollen. Möglicherweise. Aber Brandursache ist nicht klar. Das Auto hat während der Fahrt plötzlich einfach Feuer im Motorraum gehabt. Der Kunde konnte noch anhalten, ist unversehrt, nichts passiert. Er hat sogar den Schlüssel noch abgezogen, hat es abgestellt und hat gewartet, bis die Feuerwehr kommt. Zum Glück ist keinem was passiert. So, jetzt haben wir das Fahrzeug hier nochmal auf der Hebebühne. Haben wir geschaut, witzigerweise, es geht ja wirklich alles auf bei dem Fahrzeug sogar. Der Verdeckkastendeckel ist nachher zu entriegeln gewesen und siehe da. Und noch das Verdeck. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl das da ganz schön knusprig geworden ist hier hinten. Aber alles Stoff okay und Heckscheibe leichte Schmauchspuren. Aber das sollte nochmal irgendwie dienen. Und dann haben wir hier witzigerweise noch was anderes gesehen, wenn man es mal auf die Hebebühne nimmt.
hier vielleicht wäre das was für einen Kaminkehrer, dass man dem hier mal so eine Drahtbürste baut für den nächsten Kamin. Das bleibt vom Reifen übrig. Hier ein Federbein und was echt erstaunlich ist, die Feder ist frei, die hat keine Spannung mehr. Das ist jetzt das maximale BMW-Spezial-Sportfahrwerk geworden. Die liegen hier ohne jede Spannung, sind die zusammengesackt. Hier nochmal Spezialreifen. Da drin sieht man noch, ein bisschen dunkel, ein paar Reste vom Bremsschlauch. Hier nochmal der witzige Scheinwerfer. Ja, und hier drunter ist einfach alles geschmolzen. Und jetzt sollte sich das eigentlich trennen, das gute Stück. Heb mal hoch. Geht schon? Ja, es kommt. Gut, los. Genau, geht schon. Schau mal, haben wir da... warte mal, wir haben da... ein Kabel hier. Der gute Motorkabelbaum. Den hätte man sicherlich noch mal brauchen können. So, nochmal. Ja, kommt schon. Hey, wo? Ich glaube, das ist nicht mehr so stabil hier. Hört mal. Tun wir da Pause. Okay, dann hoch. Heieiei, was für eine Sauerei das hier ist. Kann man sich jetzt vorstellen, aber wir haben hier quasi einen M20 Flachkopf. Platz sparen für niedrige Motorhauben. Interessant. Aber das Getriebe ist unversehrt. Na dann. Und hier nochmal Spezial Sportfahrwerk. Sieht man jetzt auch nicht so alle Tage. Habe die Ehre.